Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Space Exploration mit dem Sepp und dem Wesley. Hallo. Hallo. So, Delta heute nicht da. Der macht Kaffeekränzchen. Aber ist nicht schlimm. Was ist denn hier passiert? Sweet. Alter. Gerade im Ei geschlagen. Alter. Ja, die komplette Zerstörung hier. Ja, voll viele hier, was sind... Hä? Ja, drei Stück. Vier sogar, ne? Aber richtig Alarm. Und ihr standet einfach da rum und habt euch angeguckt, ja? Ja, wir haben auf dich gewartet, damit du das sehen kannst. Weißt du, warum bist du so leise? Ich bin leise? Ja. Warum bin ich so leise? Vielleicht bin ich auch laut. Ist es jetzt besser? Ich glaube schon. Ich habe dich ein bisschen lauter gedreht. So, hier kommt eine neue Steinschmelze. Nein. Die ist zu wenig. Ich sehe gerade, ich muss mal wieder ein paar Nanobots organisieren. Ist ja jetzt hier wie Sand am Meer. Warte mal, wie ging nochmal? Hier. Ah, fliegen. Ah, herrlich. Ja, wir können fliegen. Hui! Ach ja, wir können fliegen. So, ich wollte mal was machen. Das kam nämlich in den Kommentaren. Und zwar bei den Zaüben. Da sollte ich einstellen, dass die hier das haben. Und das ist eigentlich eine gute Idee. Leeres Inventar. Nee, warte. Voll. Leeres Inventar. Base, alles klar. Das machen wir auch so. Das heißt, sie stehen dann in der Base, wenn sie nicht leer laufen. Aber die werden erstmal sowieso fahren, bis die Puffer mal alle voll. Aber die sind schon. Die sind schon fast alle voll hier. Also zumindest Kohle. So, Stein darf kommen. Guck dafür. Stein darf kommen. Haben wir denn schon Stein-AP? Ja. Wo? Ah ja. Ah ja. Okay, Stein-AP, ja, ich kümmere mich. Ja, ja, ja. Wir brauchen einen Zug. So. Wir brauchen Waggons. Keine Waggons mehr. Eisen. Ich Stein doch Band drauf machen. Was? Ja. Ja. Da ist Platz gemacht, gut. Wow, 400.000 Eisenplatten pro Stunde. So, du fährst. Dein AP. Voll. Oder Zeit. Dein Base. Leer. Tacke. Fahr mal mit. Mal kicken. Ein bisschen. Das ist heute so ein bisschen leise. Aber ich hab's heute mit den Ohren, kann auch sein. Ja, also im TS hört sich das eigentlich relativ gut an. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Boah. Die machen Alarm, ey. Sind auf jeden Fall Lasertürme ohne Ende platzieren. Und wieder? Da fliegen wir mal eben darüber. Geht ja jetzt easy. Ich eigentlich sehe, wie schnell ich bin. Man kann seinen Charakter nicht auswählen, wenn man fliegt, ne? Fehlt auch noch einiges.
Unser Strom ist knapp. Ja. Was? Okay, ist gerade Nacht. Ah, die Akkus entladen gerade. Ja, ich baue auf jeden Fall jetzt noch Strom aus. Da steht ja auch hier das AKW. Hallo, Bedaul. Ich bin zu doof zum Bauen. War jetzt eigentlich noch ein Steinfeld angeschlossen? Stein müsste kommen jetzt per Zug. Ah ja. Ah ja, ja. 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 Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal um Strom. Wir müssen auf jeden Fall Solarpanels fertig bauen. Das Problem ist, es geht. Geht. Wir brauchen halt mehr Batterien. Die laufen eigentlich. Ja gut. Ja, und wir brauchen schon eine ganze Menge Steinziegel. Gar nicht so wenig. Die Schaltkreise fressen ja auch eine ganze Menge. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier Robis am Start kriegen, ne? Ja. Was ist denn mit deiner Uranproduktion eigentlich unten los? Meiner? Ich habe die nicht gebaut. War das nicht deine Blaupause? Was ist die denn? Kann man hier einfach das Rezept einstellen oder ist das verboten? Achso, das Rezept muss dann rein. Ja, wir haben das nicht geforscht. Jetzt schon. Nein, wir haben das noch nicht geforscht. Ach nee, Kovarix-Anreicherung brauchen wir. Ja. Als ob man nicht kopieren kann, wenn das ganze Ding im Schatten ist. Radar. So, Robotergestelle. Findest du nochmal. Da. Elektromotoreinheit. Die hatten wir hier. Habt ihr gerade ein Flugzeug bei mir gehört? Nö. Der Hunder kann das Fenster auflassen. Wird schon wieder nach Malle geflogen hier, oder was? Ja, ja. Weg ist er. So, warte mal. Karte, dann. Ich bin mittlerweile wieder zu blöd, um Fakture zu spielen, ey. Echt eine Armut hier. Nur den hier, ne? Zehn, 14. So, was braucht ihr noch mal alles?
Wieder was auf Base geknallt. Was? Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. So, jetzt wollte ich eigentlich das. Ach ne, da fehlt immer noch was. Eure grüne Energieecke sieht schon stark nach Desertec aus. Hallo Gefell. Was ist denn Desertec? Desertec? Ich gar nicht. Desertec. Naja, von nix kommt nix, ne? Was willst du machen? Mal so, mal so. Sind hier noch keine planetare Verteidigung? Nee, das haben wir glaube ich noch nicht, ne? Nee. So schlimm sind die Metroiden jetzt auch nicht. Ja, nicht so, dass sie minütlich hier ankommen und ganze Base zerstören. Einmal haben sie ein bisschen was kaputt gemacht, das ist jetzt auch keine Katastrophe. Also ich finde, diese Bedrohung ist nicht so schlimm. Es sei denn, es knallt mal so einer auf ein sehr teures Warenhaus mit, weiß nicht, 6000 Geschwindigkeitsmodulen Stufe 3 oder so. Besser Tech war ein Großprojekt, an der unter anderem deutsche Konzerne beteiligt waren und Solarenergie in der nördlichen Sahara-Region erzeugen wollten. Ah ja. Ah. Darin und Stahl. Darin waren doch hier irgendwo. Oder? Ja, von nichts kommt nichts, ne? Was willst du machen hier? Als dran. So, jetzt kommen hier noch ein. Einen Haufen Akkus drüber. Ich hab gleich eh keine Dings mehr. Wisst ihr, das war's. Ich hab Berechnung, womit halb Europa versorgt werden sollte. Keine Akkus mehr. Eine vielen Batterien, da unten fehlen ein paar Batterien. Ja, habe ich vorhin auch schon gesehen. Aber ich habe nicht genug. Ich will erstmal das fertig machen, was jetzt noch so fehlt. Hier so ein paar. Habe ich denn keine? Kein Klippensprengstoff mehr, ja. Das. Okay, wo sind die Robis? Bin wieder blind. Haben wir Robis? Gleich. Gleich? Oh, Freunde. Boom. Boom. Dann haben wir hier unten die Akkus. Sim. Oh, wir haben jetzt glaube ich keinen. Doch, wir haben noch Strom. Aber warum gehen hier schon einige komplett auf Null und andere noch nicht? Boah, die Akkus sehen aber ganz böse aus, ey. Mit der Nummer Beton. Wir haben 18 Gigajoule, aber die reichen. Ja, die reichen, aber ich glaube, die werden einfach nicht voll. Wir brauchen mehr Solarpanel. Viel mehr. Wir hatten doch eine Betonproduktion, oder? Ja. Mhm. Wo war die? Ach, da. Ja, unter der Folgennummer da. So, die Ecke. Hätte ich irgendwie gerne. Auf Band, oder was? Naja, auf dem Mainboss. Ja, mach doch. Oder? Warte mal, lohnt sich das? Ja, eigentlich schon, doch. Warum schwitzen meine Unterarme so? Was? Mein Unterarm schwitzt. Andere schwitzen unterm Arm. Ja, auf dem Arm.
So, wir müssen jetzt mal so ein bisschen hier die Solarpanel-Produktion ankurbeln. Ansonsten geht hier in die Büchs. Wir können einfach ein AKW anschmeißen. Haben wir ein AKW? Ja. Warum machen wir das noch nicht an? Können wir doch keine Kovarex-Anreicherung haben. Okay. Aber zur Not kann man da ja ein paar per Hand reinschmeißen. Hauptsache, das AKW ist schon gebaut. Ja. Hauptsache, du hast das AKW gleich fertig, wenn ich hier solarvoll am Aufbauen bin. Ich hab doch nicht gebaut, das AKW, das stand schon. Ach so. Delta, der Schlinge. Als ich hier ankam, war das AKW schon gebaut. Ich war das nicht. Kaffeeklauer, dankeschön für dein Abo. Schon wieder viel mehr. Wenn hier bloß ein AKW läuft. Den brauchen wir ja gerade nicht. Sattelpunkt, danke für dein Follow. Ein Sattelpunkt. So. Die laufen jetzt auf Volllast. Sind die alle voll? Ne, die Akkus sind nicht alle voll. Sind die gar nicht verbunden miteinander? Weil die müssten doch eigentlich... Warte mal, ich habe hier einen Bruch drin. Oh Gott. Einmal mit Profis. Einmal. So, jetzt kann ich auch große Strommasten automatisieren. Schon sieht das ganz anders aus hier. Ich die nicht einmal automatisieren? Hinten. Oh, wir haben ja Beton da immer von Hand reingebracht, ne? Das ist natürlich Kack, sowas. Was? Hallo, Mosquito. Bei der Strommastenproduktion haben wir die Beton immer von Hand reingefüllt. Wir oder du? Wir. Ach so. Wie viele Masten da weggehen, ne? Okay, hier muss ich auch mal runterfliegen, sonst ist da gleich. Da habe ich immer so einen kleinen Ruckler. Alles kaputt. Habe ich auch. Auch immer so einen kleinen Ruckler? Ja. 31 Sekunden einmal kurz, zack. Ja, ich auch. Hast du den Rechner neu gestartet, Thomas? Nein. Aber aktuell läuft er gut. Bei welcher Folge bist du? Ihr habt gerade die letzte auf YouTube gesehen. Bei Folge 20 sind wir gerade. Auf YouTube kam, glaube ich, Folge 18 oder so. Ja, aber warum ruckelt das so? Warum ist das so? Ja, keine Ahnung. Liegt das am Server? Weiß nicht, vielleicht hättest du neu starten sollen. Ja, dann muss ich das gleich mal eben machen. Ja, blöd so. Das ist mir tatsächlich bis vorhin gar nicht aufgefallen, dass ich das hier hab. Aber dass das bei dir auch ist, das ist komisch. Mhm. Vielleicht nur einmal hier das Spiel neu starten noch. Forschung, ich habe so viele Fläschchen hier. Doch, dazu mal wieder nichts zu rechter Neustarten, ne? Was? Läuft wieder seit 28 Tagen. Deiner? Ja. Verrückt, Junge. Kein Wunder, verrückt, dass das hier ruckelt. Und dann geht er wieder ins Standby und wacht wieder auf und wieder Standby. 28 Tage. Junge. Weißt du, sonst
ist er immer der größte Sparfuchs, ne? Aber für die lila Fläschchen legt er rotes Fließband runter. Hä, gelbe werden nicht mehr benutzt? Ah. Wenn ich das gemacht hätte, ne? Nein, hätte ich nichts gesagt. Aber hallo. Ah. Dann wäre hier wieder alles verloren gewesen. Wie hier das Band einfach, das Stahlband zu langsam ist. Deswegen kannst du im Delta sagen, er soll seinen Stream anmachen. Und Delta ist gar nicht hier. Delta macht den Stream. Ich spiele heute ohne Delta. Da war der Flaschenhals. Joa, wir müssen auf jeden Fall kämpfen gehen, ne? Und neues Kupfer ranholen. Gut, Freunde, wir machen Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In Folge 21. Und dann müssen wir kämpfen und Kupfer holen. Wo willst du denn Kupfer holen? Ja, wir haben ja noch ein bisschen was, aber das reicht gerade nicht. Da wäre noch ein Feld. Ja. Ja, wir werden sehen. Also bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss.